Es ist tatsächlich schon wieder ein Weilchen her und damit, okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu Kirby's Return to Dreamland Deluxe für die Nintendo Switch. Wir haben beim letzten Mal Stage 2 gemacht, nicht komplett, weil ich da das erste Zahnrad einfach nicht finden konnte, glaube ich. Es ist für mich auch schon wieder eine Weile her seit dem Aufnehmen und heute schauen wir direkt in Stage 3 rein. Let's go, wir sind immer noch in der Wüstenwelt und ich nehme jetzt erstmal einen schönen Regenschirm hier mit. Hui! Kann man nie genug haben. Habt ihr Regenschirme zu Hause? Also ich persönlich muss ja an der Stelle ganz ehrlich sagen, ich benutze nie einen Regenschirm. Also das ist so selten, wenn ich dass ich einen Regenschirm benutze. Wenn ich vielleicht mal irgendwie, weiß ich nicht. Nee, seit safe 20 Jahren kein Schirm mehr benutzt. Komm ich hier nicht runter? Das sieht so richtig... Das ist sass, das ist mehr als... Ah. Let's go. Nee, weiß ich nicht. Gibt auch Leute, die nutzen Sonnenschirme. Da sieht man mich schon eher. Der geht ja draußen rumlaufen mit einem Schirm, weil die Sonne scheint. Nee. Zum Beispiel, wenn wir grillen oder so, zu Anlässen von Geburtstagen oder so, dann ist immer schön ein Sonnenschirm am Grill aufgestellt. Ob das so ganz sicher ist, ist mal dahingestellt. Aber da wird dann immer hier schön darauf geachtet, dass ich nicht zu lange in der Sonne stehe. Dankeschön. Das will den kaputt machen, weil ich hier gucken will, ob es hier hinten was gibt. Nee, scheinbar nicht. Steppen wir direkt durch die Tür. Ich habe wieder mal einen Kaffee dabei. Und zwar, ja, normaler... Wetten, irgendwo wird ein Gem sein. Ein Run-Up. Okay, also geht da lang, wo Geld ist. Ist nur so ein Tipp. Das sind tatsächlich... Normalerweise kommt Kaffeebohnen ja aus... Also steht immer dran, Arabica. Keine Ahnung, was Arabica für ein Land ist. Ob das überhaupt ein Land ist. Aber diesmal habe ich Bohnen aus Indien. Ja, ja, ja. Ein Espresso mit indischen Bohnen. Ja. Schmeckt gut, kann ich empfehlen. Espresso sowieso. Wobei, ich kann mir auch vorstellen, dass für manche... Ist okay, ich bin ja schon weg, Mann. Dass für manche... Für den einen oder anderen... Der Espresso zu stark ist. Soll vorkommen. Aber... Die kann man nicht töten, oder? Doch, kann man. Oh, jetzt muss ich hier nochmal nachkommen. Ja, ganz entspannt. Ich hoffe, die Folge, die Newer-Folge von Montag hat euch gefallen. Falls ihr die nicht gesehen habt, schaut sie euch auf jeden Fall an. Ist meiner Meinung nach wieder... Ist sehr kurz geworden. Aber meiner Meinung nach wieder eine bessere Folge. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich steigere mich, aber ich bin mir auch irgendwie nicht sicher. Wada-wang, er ist down. Ursa. Ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, Dinge zu verpassen. Muss ich hier oben lang? Ich denke schon, deswegen werfe ich mal meine Powers ab. Bumm. Ach, kann ich ja nicht kaputt machen, gell? Und wir gehen mal nach hier unten. Ist das Windkraft? Ja. Ah, ist aber gar nicht so schwach. Und ich hoffe, das erste Zahnrad. Let's go. Es wird tatsächlich ein langes Level, habe ich das Gefühl. Vielleicht wird es ja auch heute eine längere Folge. Mal gucken. Ey, der zweite Part ging ja sowas von durch die Decke, dass der Geisteskrank. Da möchte ich mich nochmal herzlich bei euch bedanken, dass ihr den so gut aufgenommen habt. Das freut mich doch. Wenn eigentlich in diesen Let's Plays so gut wie null Aufwand drin steckt, finde ich es trotzdem schön. Nee, ich schaffe das zeitlich nicht, alle zwei Tage ein Video zu bringen. Nee, ich wollte den einsaugen. Der sah ein bisschen weird aus. Nee, ich brauche das hier. Was ist das? Huh? Das ist einfach... Hey, wie cool ist das denn? Das muss an der Stelle mal bitte appreciated werden. Ich kann hier so super Attacken machen. So, diesmal gehe ich direkt... In der Mitte sehe ich ein Zahnrad. Let's go. Diesmal bin ich dem Geld lang gegangen und es war falsch. Super. Let's go. Let's go.
Let's go, das habe ich gesehen hier oben. Und weg, der Sprungfähigkeit ist das. Ah, ja. Yeah. Gibt's hier links? Nix, okay. Boomerang, Feuer. Oder diesen netten Kollegen hier. Ach, der hat einfach nur alles getötet, weil das auf dem Screen ist. Ja. Ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Oh ja, aber der spawnt mir Dinge. Eine Maxi-Tomate. Weird. Nee, dann würde ich Boomerango nehmen. Und mal gucken, was mich beim Bosskampf erwartet. Es ist niemand Geringeres als König Glubsch, den ich nicht kenne. Oh, der hat aber so Magiefähigkeiten. Die nehme ich doch gerne mit. Wada wham, wada wham. Der schießt automatisch, nicht so wie bei DK. Let's go, hier noch das Yelt mitnehmen. Oh, komme ich da dran? Let's go, da ist auch das nächste Zahnrad. Ich habe jetzt herausgefunden, dass Zahnräder auf Englisch Gear heißen. So wie Rüstung oder anderes. Was heißt noch Gear? Ich glaube nur Rüstung. Ja. So heißen Zahnräder tatsächlich im Englischen auch Gear. Ihr Bildungsauftrag für heute schon wieder erfüllt. War das zweite Tat? No, ich habe nicht geguckt. Es war das dritte, aber wir haben das zweite scheinbar schon. Ach ja, vorher beim Hochlaufen. Ich bin der vergesslichste Mensch, den ich kenne. Ich will dem Geld folgen. Ich weiß nicht, was besser ist. Let's go! Damit haben wir alle Zahnräder gegettet. Er ist geisteskrank hier, Guys. Geht schon wieder ab. Dumm. Wum, 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 bam. Zack. Hier gibt es noch ein wunderbar leckeres Ticket und ein bisschen Heilung für mich. Nehme ich gerne mit. Und das Level ist hiermit auch schon beendet. Kommen wir noch zum Bonusspiel. Oh, der war ganz schlecht. Na, eine 3. Gebe ich mich ungern mit zufrieden, aber es ist nicht so schlimm. Ja, ist okay, ist okay. Wir akzeptieren es, wir akzeptieren es. Weiter geht es mit der wilden Fahrt. In Stage 4. Stage 3 zu 100% abgeschlossen. Wir können ja nochmal mit diesem Roddledy reden, weil der meinte irgendwas von Magoland. Aber der hat irgendwie mich als Fake-Typ da auf seinem Wagen. Prüfung freigeschaltet. Die von dir gesammelten 20 Zauberzahnräder haben die Tür zur Sandprüfung geöffnet. Die will ich nicht. So, mit dir reden wir jetzt mal. Guten Tag, hallo Kirby. Ich bin im weiten Weg aus einer fernen Welt gekommen. Ich habe keine Ahnung, wie ich den... Hab ich den schon synchronisiert? Es tut mir leid. Genauer gesagt, aus einer phänomenalen Vergnügungspark. Dem lustigen Magoland. Ich führe dort einen kleinen Souvenirladen. Im Magoland warten allerlei spaßige Attraktionen auf dich. Schau mal vorbei. Nee. Nee, sorry. Stage 4 mit 5 Zahnrädern. Rein da. Let's go. Wir haben direkt am Anfang schon mal einen Key und einen Typ, der uns verfolgt, weil wir einen Key haben. Wir versuchen natürlich, wie jedes Mal, alle wunderbaren, lustigen Zahnräder mitzunehmen. Okay. Ich will... Ah ja, im Flug, genau. Wenn wir springen... Ne, im Flug oder so. Irgendwie war das doch so. Dass wir im Flug halt so wie so eine... Ach, keine Ahnung. Weg hier. Weiter. Irgendwie war das so, dass wir da so im Kreis herumschlagen konnten. Und dann so... Halt. Erstmal gucken, ob es hier noch was gibt. Ich glaube, es gibt keine unsichtbaren Wände. Also halt nicht so, wie wir sie kennen aus Mario. Das sind Förderbänder getarnt als Treibsand. Ob ich da hätte die Sandfähigkeit nehmen sollen? Ich glaube, hier unten ist Dead, ja. Ich finde es aber auch gut, dass wir hiermit... Oha! Hä? Ja, hiermit können wir richtig gut Distanz machen. Let's go, hier können wir runter. Eine Bonus-Stage für uns. Mal schauen, was sich da so Spannendes drin befindet.
Oh, ich weiß es. Let's go! Ich glaube, da gibt es bestimmt auch andere Möglichkeiten, das zu machen, aber ich bin froh, dass ich unseren Magiefreunden hier eine Show bieten kann. Alle Harry Potter-Fans heben die Hände nach hoch. I always miss you. Okay, wir haben aber immerhin schon mal das erste, das ist schon mal nicht schlecht. Ich würde sagen, wir steppen direkt weiter und hoffen, dass wir auch das... Nee, jetzt ist hier düster, oder was? Das sieht irgendwie richtig... Ist das dieselbe Stage, nur nochmal ein düster? Nee, komm mal mit, du. Mr. Kerze, du bist jetzt hier meins. Ah! Oh, nee. Ui, 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 ui. Aber den brauche ich. Wir müssen uns ganz dringend heilen. Ganz dringend. Das hat sich gar nicht gelohnt. Du bist so ein Haraldsson geworden. Weg hier. Unten oder oben? Nein, wieso laufe ich denn da auch rein? Ich bin so unfassbar dumm. Muss ich irgendwas machen? Keine Ahnung. Ist okay. Wir werden gleich einfach sterben, Guys. Fühlt ihr das auch? Was soll ich hier bitte tun? Hä? Ich habe ihn eingesaugt. Was ein Scam. Keine Ahnung, wie wir hier hinkommen sollen. Oh, man kann hier rückwärts laufen. Ja, okay. Ist egal, wir haben das Zahnrad. War der Tod unnötig? Weiß ich nicht. Kann ich gar nicht sagen. War irgendwie ein bisschen auch lost von mir tatsächlich. Oh, wir können hier weiter. Schnell, schnell weg hier. Schnell weg hier. Nie wieder in düstere... Oh, die Kerze ist jetzt abgebrannt. Deswegen ist... Oh, wie cool. Will das nicht einsaugen, glaube ich. Den will ich safe nicht. Ich will wenn dann Magiefähigkeit. Magie ist echt zu strong. Let's go, wer stellt sich uns entgegen? Es ist der Wassergalboros. Wham, wham. Oh mein Gott. Hallo, sollst du einen aufgeladenen Schuss machen, Mann? Let's go, damageless, Guys. Appreciaten wir. Ich habe den gerade damageless gemacht. Okay? Dafür möchte ich bitte eine Auszeichnung. Natürlich, Wasser löscht Feuer. Nee, 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 wir machen die andere. Ui. Nein, nach oben und schießen. So, dankeschön, Kirby. Let's go. Die unten wollten uns aufstacheln, pieksen. Hallo, flieg doch da jetzt hoch, Mann. Kirby, ein bisschen doof bist du ja manchmal schon. Tschüss. Nächste Etage. Wie viele Zahnräder haben wir? Haben wir drei? Im ersten zwei. Boah, das ist ein echt langes Level. Das ist doch mehr als sus. Also, come on. Das ist doch sus hier. Uiuiui. Ui, ui. Die Hitbox ist... Ja. Ist okay. Die Hitbox von der Plattform hier... Mann, ist auf jeden Fall weird. Hör doch auf jetzt, komm. Ist das hier? Ich bin invisible? Ach, krass. Hier kommt man nur durch, wenn man unsichtbar ist, wetten. Ja. Ja, ja, ja. Boah, das war auch knapp. Nee, halt, hier müssen wir durch. Wir sind ja unsichtbar. Wir sind einfach geisteskrank. Ich finde das voll cool. Also, hier gibt es so viele verschiedene... Hier ist nichts.
meine Frage wäre gewesen. Also wir können ja obviously nichts durch die Dinger mitnehmen, ja. Aber wo soll ich denn jetzt hier mein Unsichtbar-Gem herkriegen? Gibt's vielleicht eine Fähigkeit, die einen unsichtbar macht? Keine Ahnung. Wir haben Zartrad, was wir skippen müssen, weil es obviously in diesem Raum nichts gibt. Hey, das finde ich wack. Ja, jetzt habe ich unnötig mein Unsichtbarkeitsding verloren, kann es nicht mehr mitnehmen, weil irgendein Entwickler sich dachte, ja, nö, geht halt nicht. Ja, aber wie soll man denn da dran kommen? Ich google das nachher. Das ist ja unfassbar hier. Ja, ich will auf jeden Fall Wasser loswerden. Also Wasser zum Kämpfen, ganz schlimm. Ich bin mir sicher, wenn wir das jetzt behalten hätten, ja, hätten wir doch irgendwas... Ja, ist okay. Hätten wir bestimmt noch irgendwas freischalten können. Oh! Oh! Let's go rein da! Riesen-Kirby activated! Wham! Let's go! Ich fühle... Geist, fühlt ihr auch? Hashtag Swordmaster in die Kommentare, Guys. Hui. Wusch. Let's go. Ich finde es auch gut, wie wir hier krass geheilt werden. Das gefällt mir. Zack. Nehmen wir mit. Das Ticket auch. Warum denn nicht? Da unten war ein Seil und hier ist... Hallo? Hier ist auch noch ein Seil. Das ist sus. Ja, da gibt's wieder einen Gang nach innen. Rein da! Und nochmal einen Schluck Kaffee. Der letzte. Und los geht's. Gotta go fast. Sonic lässt grüßen an der Stelle. Ja, ist okay, komm. Hä? Aber manchmal ist auch ein bisschen... Nein, ich kann ja nicht fliegen. Oh, please, please, please. Okay, okay. Ignorieren, ignorieren, ignorieren. Durch da, durch da, durch da. Hallo. Ich habe seit 10 Minuten B gespammt, dass er wieder ausspuckt. Bitte hör auf. Ey, das ist so dumm. Das ist so dumm. Vor allem, warum wird die Wand schneller, wenn ich auch schneller werde? Also, das ist schon wack. Das ist wack. Ich finde, die Wand sollte nicht schneller werden, wenn ich auch schneller werde. Eine Chasing-Scene sollte sein, dass das... Also... Nee, ich will wieder ein Schwert. Schwert zu kämpfen in Kirby ist wirklich am besten. Betten, da unten ist der Tod einfach. Ja, ist okay. Nein, habe ich kein Problem mit. Oh, jetzt können wir gut austeilen hier. Zack. Ich hab die ganze Zeit fliegen gedrückt. Das kannst du mir nicht erzählen, dass Kirby, weil er getroffen wird, vergisst, wie man fliegt. Ich muss das komplett nochmal machen. Actually muss man nicht den ganzen Raum nochmal neu machen. Hier, er fliegt nicht. Was ist das denn? Und vor allen Dingen, wieso greift er nach oben? Also wenn ich den Stick nach oben drücke, ja? Dann soll er nach oben angreifen, nur keine Stampfattacke machen. Okay, wir bleiben ganz konzentriert einfach. Das ist ein unnötiger Angriff. So, hier macht er ein bisschen Teleportationsquatsch. Cool. Let's go. Er ist down. Zwei Zahnräder für unsere Tasche. Und weg hier, weil das ist also kein guter Kampf gewesen. Und die Störung war wank. Wir haben ein Zahnrad vergessen.
Nein, wo denn? Och, come on. Bitte sag mir, das kommt hier noch. Ach, nochmal das ganze Level von vorne. Ich will nicht. Erstmal die Bonus-Stage, come on. Oh, der war gut, der war gut, der war... Eine 2? Der war doch nicht so gut. Unfassbar. Unfassbar. Okay, Guys, lost wie ich bin, actually. Das war das Tarnat, wo wir unsichtbar sein müssen, wo wir gar nicht wissen, wie wir drankommen. Ich würde sagen, wir steppen jetzt einfach zum Boss und besiegen den und reden nicht mehr darüber. Okay, good. Oh, ich kann zwischen... Ich weiß halt nicht, was es für ein Boss ist, gell? Das ist halt die Sache. Das kann jetzt halt sonst ein Boss sein, bei dem Sand krass ist oder Wasser, aber ich nehme am liebsten einfach Schwert eigentlich. Gut, dass Kirby gerade da reingesprungen ist. Kirby, das hast du super gemacht. Ich bin sehr stolz auf dich. Danke. Ich habe nämlich, by the way, nicht springen gedrückt. Aber das ist okay. Nein, ich habe damit kein Problem. Kirby, du bist der Größte. Also wirklich. Ach nee. Was stellt sich uns entgegen? Du siehst gar nicht so böse aus. Ja, okay, mach halt noch mehr Damage. Sorry. Ja, aber die Peitsche ist doch nicht ganz so schlecht. Ich weiß halt nicht, was er jetzt macht. Geh doch weg von mir. Ja, komm, hier ein bisschen. Es ist auch der Wahnsinn, wie Kirby 20 Minuten lang noch Angriffe macht und ich versuche hier wegzurennen, aber Kirby macht halt nichts, weil Kirby ist ein bisschen dumm. Komm hier, vollste Konzentration. Und dann macht er irgendwelche random Angriffe, die keiner predikten kann. Danke, dass du... Ey, das ist... Ich möchte bitte mal Kirbys. Das ist so dumm. Ich will nicht sagen, dass es unfair ist. Aber es ist unfair. Ja, ist okay, komm. Wenn ich sterbe. Das ist der größte Müll der Welt. Also wirklich, dass in der zweiten Welt schon so ein Betrugsmist abgeht. So eine, wie drücke ich es am besten? So eine Unfairhaftigkeit. Heißt das so? Unfairness. Das hätte ich nicht gedacht. Der Spam des Todesangriffe. Spiel für Familie. Ein Sechsjähriger wird nicht mal bis zum zweiten Boss hinkommen. Sag ich, wie es ist? Das ist unfassbar. Hier will ich auch gar nicht so viel meckern jetzt. Du hast es geschafft, Kirby. Der rechte Flügel meines Sternkreuzers ist wieder da. Sobald wir alle Teile beisammen haben, wird er wieder abheben. Dann nehme ich dich mit auf einen Ausflug in meine Heimatwelt. Ich komme von einer weit entfernten Welt, weißt du? Nur durch einen interdimensionalen Tunnel gelangte man dorthin. Aber der Kreuzer ist schnell wie der Blitz. Wir werden in 0, nichts dort. Ist das nicht ein super tolles Angebot? Ich hoffe, du sagst ja. Wir werden sehen. Guys,
Wenn euch die heutige Folge genauso gefallen hat wie mir, nämlich gar nicht, dann lasst gerne einen Like da. Und wenn sie euch wirklich gefallen hat, könnt ihr auch gerne einen Like da lassen und den Kanal abonnieren, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao, Leute. Und ich hasse dieses Spiel total. 1, 2, Haferbrei. Kirby ist ein rosa Kerl. 1, 2, Haferbrei. Denn Kirby ist sehr süß. 1, 2, Haferbrei. Kirby ist ein rosa Kerl. 1, 2, Haferbrei, denn Kirby ist sehr süß.